Ja, und damit auf dem Wall herzlich willkommen zur Auflösung, worum es sich hier handelt bei unserem kleinen Waldrätsel. Das könnte eins meiner kürzesten Videos werden, weil allzu viel brauche ich da. Na doch, vielleicht fällt mir schon ein bisschen mehr ein, was ich dazu erzählen kann. Also, das Ding hier hinter mir, beziehungsweise das, wo ich draufstehe, ist natürlich kein Wall. Das müsste ja... Ich habe es ohnehin verraten, aber das habt ihr auch wahrscheinlich relativ schnell bemerkt. Selbstverständlich gibt es hier keine Festung, die so weit vor ihren ersten sichtbaren Ausläufern so einen Wall brauchen würde. Und auch in der gleichen, in der anderen Richtung gibt es da nichts derartiges, würde hier mitten unten im Tal, also wirklich auf tiefster Tallage quasi, überhaupt keinen Sinn auch machen. Warum sollte man mitten in ein Tal eine Festung bauen? Sinnvoll ist natürlich der Berg am Ende des Tals, dann kann man das Tal als Transitweg verwenden, um dahin zu kommen. Das würde Sinn machen und tatsächlich hat es in diesem Tal, das heißt übrigens das Fichtental für diejenigen, die tatsächlich aus der Gegend kommen und wissen, wo ich hier rumstehe oder es wissen wollen. Da hat es auch mal eine alte Siedlung gegeben, die wahrscheinlich schon im späten Mittelalter aufgelassen wurde. Die Siedlung hieß, soweit wir das vermuten können, Fechzental. Und auch besagtes Tal hier wird ursprünglich nicht Fichtental, sondern Fechzental geheißen haben. Was übrigens auch deswegen Sinn macht, weil das Ding Fichtental zu nennen, würde ja bloß Sinn machen, wenn hier Fichten rumstehen würden. Da das Tal aber im späten Mittelalter bereits kolonialisiert worden ist, darf man vielleicht schon annehmen, auch aufgrund alter Flurkarten, dass der Name ursprünglich aus dieser Zeit stammt. Da Fechzental als Name aber irgendwie wahrscheinlich keinen großartigen Sinn ergibt heutzutage, hat sich im Laufe der Jahrhunderte in Fichtental abgewandelt, was in den meisten deutschen Wäldern ja sehr wohl Sinn macht, weil das eben ein Tal ist, in dem Fichten rumstehen. Tatsächlich stehen hier jetzt so gut wie keine Fichten mehr rum, was daran liegt, dass es ja generationsübergreifend ganz hervorragende Förster gegeben hat. Sturm Lothar hat auch noch ein bisschen nachgeholfen, aber der Großteil der Arbeit liegt wirklich an der sehr, sehr, sehr guten Beförsterung hier. Deswegen, ja, der Begriff Fichtental mag ein wenig eigenartig klingen, richtet sich aber eben nach der Wüstung, die es hier irgendwo gibt. Hat mein Vater alles ganz ausführlich untersucht gehabt. Leider hat er dann seine Unterlagen diesbezüglich irgendwohin weitergegeben, damit jemand anders da weiterforschen kann, und zwar nicht ich. Und gut, ich hatte damals auch kein Interesse, das zu seiner Verteidigung, und deshalb kann ich mich nur vage daran erinnern, was er mir erzählt hat, als ich halt eben entsprechend noch klein war. Und für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, ich bin halbweise, ergo nachfragen kann ich nicht mehr. Ja, und im Rahmen dessen, dass es hier also eine geheimnisvolle kleine Siedlung, mehr oder weniger mitten im Wald, die werden sich schon eine Lichtung gekloppt haben, da könnte aber von ausgehen, gegeben hat, macht das auch durchaus Sinn in Verbindung mit diesem Damm, auf dem ich hier stehe, weil genau das ist es, das hier ist ein Damm. Man hat hier nämlich den Fluss aufgestaut. An der Stelle, wo ich euch am Bach ja gezeigt habe, hat man also wirklich einfach wahrscheinlich dicke Baumstämme übereinander gestapelt und so eine wirklich große Wand gebaut, einen richtigen Staudamm. Und wozu das Ganze? Um diesen Bereich der Wiese, aufzustauen und da einen künstlichen See anzulegen. Und warum das jetzt bitteschön? Um in diesem See schon relativ klein gehackte Baumstämme oder Teile von Baumstämmen oder auch nur dickere Äste eben entsprechend reinzuschmeißen. Alles so klein gehackt, dass man es halt auch noch ganz gut mit spätmittelalterlichen Methoden hat transportieren können. Und um historisch korrekt zu bleiben, muss ich sagen, dass das jetzt meine Spekulation ist, dass es sich hier um eine spätmittelalterliche Anlage handelt. Leider, leider, leider ist das zum Teil sicherlich Wunschdenken. Realistischer ist aufgrund der Holznutzungsgeschichte des Schwarzwaldes, dass wir uns hier so im 17., na, im 18., späten 18., frühen 18. Jahrhundert, also 1700 ungrad bis kurz vor 1800 irgendwo so in diesem Bereich vielleicht befinden werden, und das ist auch noch eine relativ
frühe Schätzung. Allerdings gibt es keinerlei Dokumente aus einer Zeit, in der sowas dokumentiert worden wäre, die eben darauf hinweisen, was das hier ist. Man kann es also nur daran erkennen, dass es hier halt eben noch ist. Es gibt keinen Beweis in Textform, sagen wir mal, worum es sich handelt. Ja, aber jedenfalls, dieser See, der jetzt da gewesen ist, diente eben dazu, da erstens mal das Holz zu lagern. Sicherlich hat auch eine gewisse Rolle gespielt, dass es im Wasser dann erstmal nicht so schnell verdorben ist. Und noch eine viel wichtigere Komponente, Holztransport war damals ja schwierig, weil LKW und Ähnliches gab es eben nicht. Man hat sich also der sogenannten Trift bedient. Und das bedeutet, man legt eben so einen See an, schmeißt da sein Holz rein, bricht dann irgendwann den Damm, wenn jede Menge Holz drin ist, und durch den aufgestauten Wasserdruck wird dann also sämtliches Holz mit einer Flutwelle ins Tal rausgespült, wo man es dann erheblich einfacher in die entsprechende Stadt bekommt, die am Fuß des Tals zwar noch nicht ganz anfängt, aber es ist doch erheblich näher dran als hier mitten im Wald. Und die entsprechende Stadt gibt es auch, das ist nämlich Kuppenheim, und Kuppenheim ist zum Zeitpunkt irgendwas um die 915 Jahre alt, irgendwie sowas. Urkundliche Erstnennung dürfte wahrscheinlich sogar noch einen Ticken älter sein, das ist ja fast immer so. Und dementsprechend, ja, und war zur damaligen Zeit eigentlich auch noch relativ bedeutend, weil an wichtigen Wirtschaftsrouten gelegen. Aber ich bin kein Experte für Kuppenheimer Geschichte, leider. Ich arbeite dran. Irgendwann werde ich das dann auch noch sein. Ja, aber ja, das haben wir hier also quasi mit einem Stausee-Holz-ins-Tal-Spülanlage zu tun. Und lasst mich lügen, es ist ein ganz spontanes Video, deshalb bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, in Teilen von Deutschland nennt man sowas auch eine Klause. Ich gucke das nochmal nach und schreibe es euch dementsprechend unten hin, wenn ich herausgefunden habe, ob das jetzt nun korrekt ist oder nicht. Jo, also, das war mein kleiner abendlicher Abstecher in den Wald mit der mysteriösen Wallanlage mitten im Tal und dem großen Rätsel, was mag die zu bedeuten haben. Und irgendwann, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, eigentlich wäre das eine ganz gute Aktion, mal mit 20 Mann oder was das Gelände abzusuchen, um diese verdammte Fechzental-Wüstung zu finden. Da müsste ich euch allerdings vorher noch entsprechend briefen, wie man Wüstungen im Walde findet. Ach, Videoideen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, ich habe. Gut, ja, wie gesagt, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Sollte zufällig jemand wissen, wo diese Wüstung zu finden ist, kann er es mir auch gerne mitteilen, falls das rein zufällig der Fall ist. Und gibt es irgendwie gar nicht so uninteressante Pflanzen. Aber Schluss, ich will das Ding hier heute noch hochladen. Wenn ich jetzt noch ewig lange weiterlabere, dann klappt das auf keinen Fall mehr. Macht's gut, ich wünsche euch einen schönen Abend und ich hoffe, ihr fandet das einigermaßen interessant. Tschüss.